Willkommen zu Don't Starve Together. Wieder eine Staffel Don't Starve. Wir wollten eigentlich Stacksel aufnehmen, aber das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Das Spiel ist einfach noch zu Early Access. Und deswegen haben Res, Fresh Friends und ich uns gedacht, wir spielen ein bisschen Don't Starve zusammen. Und für all die Leute, die Don't Starve noch nicht kennen, möchte ich ganz kurz mal das Spiel zusammengefasst haben. Das ist ein Survival-Game. Das bedeutet, wir bekommen einen Charakter. Wir können uns aussuchen, welchen Charakter wir spielen wollen. Der hat Vor- und Nachteile. Die Survival-Gegebenheiten basieren auf Lebenspunkten und auf Hunger und auf geistiger Gesundheit. Man landet in einer zufällig generierten Welt voller Ressourcen, die einem helfen, seinen Hunger zu stillen, seine geistige Gesundheit zu verbessern oder auch zu verschlechtern. Und ja, man kann sich auch heilen. Oder auch aus Versehen umbringen. Wir müssen viele, viele, viele Tage überleben. Dieses Spiel ist theoretisch betrachtet endless. Es gibt viele verschiedene Jahreszeiten. Und man hat einen Tag, einen Abend und eine Nacht. Und diese Nacht ist so dunkel, dass dort grauenvolle Monster herumlaufen. Und man muss sich vor diesen schützen, indem man es möglichst hell hat. Oder man durch die Nacht schläft. Ich spiele allerdings Wickerbottom. Diese Frau kann nicht schlafen, hat dafür allerdings andere Vorteile. Sie kann zum Beispiel schon ganz viele tolle Rezepte nutzen. Man geht also hier durch die Gegend, sammelt Ressourcen ein und erarbeitet sich damit neue Gegenstände, die einem helfen, besser zu überleben. Gegen bösartige Kreaturen, einen tapferen, glorreichen Sieg zu erringen oder zu sterben, wie das, was Res und ich eigentlich immer gemacht haben. Aber wir haben ja jetzt unseren Franz und Franz wird uns carryen, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben einen Slot, da können wir Gegenstände ausrüsten. Wir haben ein Hemd, das wir, oder also quasi einen Hemdplatz oder ja, ein Backpack benutzen und alles Mögliche und einen Hutplatz. Und wir können tausend Sachen craften, die man zum Teil ausrüsten kann, die man aber auch zum Teil einfach hinstellen, nutzen kann, essen kann und so weiter und so fort. Die Science Machine erlaubt uns, neue Rezepte zu bekommen. Wenn man ein Rezept erstmal benutzt hat, dann weiß man auch, wie man es immer wieder herstellt und muss nicht bei einer Science Machine sein. Hier sind übrigens die Special Bücher der Bibliothekarin versteckt und ansonsten, ja, Tools, die man craften kann, Survival und Light-Zeug, speziell auf diesem Bereich Food, also Essen, alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, was mit Kämpfen zu tun hat, Strukturen, die man aufbauen kann, Dinge, die man verarbeiten kann, um wieder daraus mehr zu machen. Simples Überleben gegen die Umwelt, die einen mit allem umbringen möchte, was es gibt. Und dazu haben wir jede Menge Ressourcen, die wir uns selber erarbeiten können, die wir aber auch sammeln und finden können oder erkämpfen können, um mit unserer Umwelt in Frieden und Harmonie zu leben. Das geht nie gut. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit Don't Starve Together. Auch wenn ich glaube, dass Hunger unser kleinstes Problem sein wird. Aha! Leute! New World. Geil. Social? Sozial, aber so sozial. Wie heißt es denn? Wir nennen das jetzt Fresh Popo-Party? Dress Ports. Das Ganze, das klingt so versaut, ne? Ey, das Ganze wird eine Popo-Party, das sage ich euch. Fresh? No. Wie macht man Dinge nochmal? Wie tun wir Dinge? Warte, bis Franz kommt, dann erkläre ich das Spiel nochmal. Okay, erklär das Spiel nochmal. Ich gebe mir Mühe. Moment. So. Hallo. Hallo. Ich kann dich untersuchen. Du hörst eh immer so ein Böse an. Alter Spider! Oh, Franz, erstmal Blume. Hallo! Hallo, hallo, Franz! Du bist keine Schlange. Ich wollte vorher wieder reden. Hallo, Rez! Hallo! Hallo, Leute, wir spielen jetzt Don't Starve. Wir wollten eigentlich Stacksel spielen und das war noch nicht so toll. Und dann wollten wir Minecraft spielen und das haben wir nicht hingekriegt. Und jetzt spielen wir wieder Don't Starve. Freut euch auf die nächste Staffel. Was glaubt ihr, wie lange werden wir überleben? OMG, Franz, bring dich um. Hör auf damit. So, ich pflück mir jetzt erstmal einen Stock. Leertaste. Ich glaub, der Standard-Chaos fängt direkt in der ersten Minute an. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Willkommen. Mein Name ist Franz. So, ja, wir spielen Don't Starve im Multiplayer. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das... Ich wusste, dass man das spielen kann. Oh, das natürlich. Sind Frösche. Hallo, Fröschis. Ach genau, einen Stein brauche ich noch. Dann kann ich mir endlich mal hier... Tschüss. Ist okay, ist okay. Ist wie immer. Ist wie immer. Ein Truthahn. Franz, ich beende mal deinen Satz. Du wusstest nicht, dass man das auch so viel im Multiplayer mit mehreren Leuten spielen kann, ne?
Doch, ich wollte diesen Satz einfach nur anfangen und nicht beenden. Ah, alles klar. Mit so vielen fähigen Menschen in, ja. Ja, genau. Ja, man kann das mit mehr als nur zwei Personen spielen. Es gibt ja richtige Public-Server mit ganz vielen Leuten, die richtig total heftig abgehen und so. Wahrscheinlich wollen, brauchen wir das auch, um den D-Klops zu besiegen. Vielleicht laden wir dann ja noch Leute ein. Gott, die Instanz D-Klops. 3, 2, 1. Jetzt sind die Server offen. Minecraft getriggert, dann den Community-Server für den D-Klops. Ich glaube, hier Folge 1 brennt jetzt schon mal erst die Kommentarfelder durch. Was ist denn eigentlich unser Langzeitplan? Überleben. Okay. Hast du die letzten Folgen gar nicht geguckt? Oder doch, was ist doch. Wie ist denn unser mittelfristiger Plan? Also erstmal heißt es, wir müssen uns jetzt, wenn es geht, Holz besorgen, ja, und da Stöcke und Gras und alles Mögliche und dann einen guten Ort für eine gute Basis suchen, wenn es geht, wenn es geht nicht so, da ist ein, warum ist hier so ein Gubbel gestorben, weil die Frösche den getötet haben, nein, lass Gubbel, Gubbel, Fleisch! Oh Gott, ich hab Gubbel, Fleisch, oh Gott, haben ernsthaft die Frösche die Gubbels getötet? Aber wie? Weil ich krieg die nicht, die sind viel zu schnell. Ja, aber die Frösche haben ein langes Ding da und so. Alter. Also für die Leute, die nicht wissen, was Don't Starve ist ein Survival-Game, dessen Karte jedes Mal random generiert ist. Wir haben verschiedene Jahreszeiten. In der Dunkelheit kommen böse Monster. Wir haben Hunger. Was? Wir müssen uns was zu essen besorgen. Wir haben unsere geistige Gesundheit. Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht irre werden. Und wir müssen auf unsere körperliche Gesundheit achten. Und wir müssen Wieso sagst du mir das jetzt erst? Ich erinnere mich noch an, das ist die beste Karte der Welt. Oh, rip. Das war voll nicht gut. Die Karten sind jedes Mal unterschiedlich und es ist sinnvoll, wenn wir uns in der Nähe... Nicht die kleinen Riss! Ach, aber oh nein. Nur die großen, nicht die kleinen. Ja, der, oh mein Gott! Sonst kommen Bombmonster und das willst du nicht. Nein, das möchte ich nicht. Ja, habt ihr denn schon eine Fackel? Ja. Was? Wozu? Ich bin eine Spinne. Ich kann mir eine machen. Wo? Wo habe ich Dinge? Ich mache mir jetzt erstmal eine Axt. Und dann mache ich mir eine Fackel. Aber die brauchst du halt jetzt ja noch nicht, die Fackel, weil es ja noch nicht so dunkel ist. Ach, warte mal. Jetzt verstehe ich. Das war das Problem. Holz. Okay, ich muss Dinge erst noch verstehen lernen, wie ich Sachen tue. Ist nicht so schlimm. Wir kriegen das schon gemeinsam Leertaste. Hin. Gemeinsam sind wir stark. Leertaste gedrückt halten und man baut Dinge ab. Ja, aber das Wechseln von Fackel zu Axt, das war mir wieder mal neu. Ja, du hast dein Handfeld und in dein Handfeld packst du die Sachen, die du haben willst. Also Hand. Was ich in mein Handfeld? Okay, wir haben jetzt auch ganz gut Holz abgehackt. Es wird auch bald duster. Also hier der Start ist aber bis jetzt nicht so toll. Wir haben großen Wald gefunden. Aber wir bräuchten echt bessere Umgebung. Wir bräuchten echt Sachen in der Nähe, die wir ernten können. Und, zoom. Weiter kann ich nicht zoomen. Hier, guck. Da oben. Ich hab Grasland gefunden. Da gibt's wahrscheinlich Häschen. Vielleicht gibt's auch Büffel. Nur Häschen. Genau, die Büffels. Die Büffel sind immer gut, falls die Hunis kommen. Oh mein Gott, ja, die haben uns so auf den Arsch gerettet. Oh ja. Denn in diesem Spiel spawnen regelmäßig Monster, die einen töten wollen oder auch in der Gegenwart von anderen Leuten, also überall prinzipiell. Zum Beispiel schlimme Spinnen mit Äxten. Du bist echt ein neuer Gegner in diesem Spiel. Echt ohne Witz. Ja. Eine mit Blumenkranz bewaffnete Axt tragende Spinne. Ja, okay. Ich habe ein Schweinehaus gefunden. Ui. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein Nachtfeuer, weil es wird gleich dunkel. Und wenn man in der Dunkelheit bleibt, dann stirbt man. Franze und Schweinehäuser ist nicht gut. Was? Stimmt, du musst ja aufpassen, weil die Schweine greifen dich an, weil du eine Spinne bist. Nein, ich bin eine coole Spinne. Das macht denen nichts, das sind Schweine, denen ist das egal. Ja, das sind uncoole Schweine. Dumme Schweine. Ja, es tut mir leid. Nicht so schlimm. Aber jetzt ist das Schwein ja in seinem Haus, weil es gleich dunkel wird. Ich mach uns mal hier ein Lagerfeuer hin. Geh weg da! Dunkelheit! Greifst du das gerade an? Was? Nein. Ich wollte schon sagen, das wäre es jetzt noch gewesen. Hier wäre kein Hammer. Uga-chaka. Ich hier gefällt mir das sehr. Das Feeling. Den Victory Dance kannst du machen, wenn wir länger als eine Stunde überleben, ja? Naja, wenn ihr jetzt nicht bald zum Lagerfeuer kommt, dann sterbt ihr in der Dunkelheit. Von daher. Nein. Quatsch. Ich wollte uns eben nochmal Stein holen.
Ich meine ja nur, die Uhr geht gleich runter. Wie du halt einfach schon eine Blumenkrone hast, Franz. Bitte? Das war ja schon eine Blumenkrone. Was ist los mit dir? Hier, ich hab kein Problem. Hier? Ich hab ja vorgesorgt. Boah. Ich bin voll klug. So. Yeah. Uga-chaka. Nein! Kuk, nicht eat. Wir fuchteln zu zweit daran rum. Oh mein Gott. Ich kann das. Irgendeinem von euch stecke ich das gleich in die Tasche. Ich geh mal weg. Na toll, jetzt habe ich es in die Tasche gesteckt. Da. No. Das kann ich dann sagen. Geschnittenes Gras. Ich habe sogar Nitrit. No. Wow. No. No. Geil. No. No. Legge. Ich es ist mir so, als würde ich mit zwei Kleinkindern hier unterwegs sein. Zwei Kleinkinder mit Äxten. Bitte nimm uns ernst, wir haben Äxte, ja? Franz, hör auf zu reden, das geht gar nicht. Okay, was ist denn jetzt die Aufgabe? Was müssen wir zuerst holen? Was brauchen wir? Vier. Ja, erstmal müssen wir einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen, aber garantiert nicht hier, weil... Dir glaubst du das? Naja, das Frühlingsvieh, das nistet immer hier mit seinen Eiern an diesen Orten. Also wollen wir da schon mal nicht hin. Keiner mag die Eier. Suchen. Wir sollten aber auch nicht so weit weg vom Portal. Wenn wir sterben, dann landen wir nämlich beim Portal. Ah, true. Ja, deswegen sollten wir ein Lager, vielleicht gehen wir wieder zurück zum Portal und gucken in den unteren Bereich. Oder aber hier finden die wir. Die Beere nehme ich noch mit. Hier sind so ein Häschen. Ich hab's erschreckt. Hier oben ist, warte, irgendwas. Warte mal. Hier Steine. Was ist das denn für ein kaputter Weg hier? Ja, ist den Weg mal wieder kaputt gemacht, ne? Nee, hier, diesmal war ich das nicht. Nö. Ich hab gesagt, wir sollten Res nicht mitnehmen. Oh, scheiß Gubbel. Ja, Gubbel. Aber... Ich hab Büffel gefunden, Leute! Echt? Wir gehen zu den Büffels. Definitiv gehen wir also zu den Büffeln. Also wir dürfen nicht bei den Büffeln, weil die geben ja im Frühling werden die ja so ein bisschen aggressiv, weil die sind dann erregt. Bum, bum, tastisch. Die werden halt da ein bisschen... Die gehen halt ihrem natürlichen Trieb nach. Hier in der Nähe könnten wir uns niederlassen, sodass wir zu denen schnell hinrennen können, wenn es irgendwie richtig hart auf hart kommt. Das ist eine gute Idee. Hier sind Büsche. Hier sind Zweige. Hier sind auch viele Häschen. Ich wäre fast für diesen Bereich hier. Und zwar in der Nähe hier vom Weg. Hier ist doch eigentlich voll okay. So, ab einer gewissen Grenze werdet ihr mir nicht mehr angezeigt. Ich laufe jetzt einfach mal südlich und hoffe jetzt einfach mal, dass ich euch finde. Ich bin auf dem Weg, bei dem wir, also ich bin im Süden, bin ich ja diesen Weg durchs Grasland hochgekommen und da ist so ein Stein. Und bei dem Stein... Schötein. Ein Stein, hallo, ein Stein. Und hier willst du quasi... Hier würde ich nisten. Ja, hier so? Häschen. Ja. Ja, dann mache ich jetzt den Stein kaputt, okay. Oh, ich kann nichts mehr tragen. Hier, okay, Franz, ich bin schon am Schwein vorbei. Kann auch keinen Stein mehr tragen. Hast du Kacke aufgenommen? Ich habe Kacke aufgenommen, ja. Ja, dann kannst du hier die aufnehmen, dann trage ich die Steine. Danke. Ich sehe eure Bildchen. Sehr gut. Da sind Bienen. Die Franz, kannst du uns ein stationäres Lagerfeuer dahin packen? Also, nein, kann ich nicht, weil ich brauche dafür noch mehr Steine. Ich habe erst 3. Ah, scheiße. Fire wo da unten ist doch ein Stein. Wo du hackt den. Ich mach schon. Oh Gott. Hier ist noch Nitrit. Draht. Okay, ich habe auch jede Menge Shit schon in der Tasche. Also, so ist es nicht. Wir haben noch Steine? Ja, ich könnte auch das Campfeuer jetzt schon bauen. Aber ihr hört mir nicht zu. Ja, dann hierhin, wo ich laufe, mach da schöne dahin. Feuer hin, Feuer. Yeah! Okay, aber meine, genau. Wir wohnen jetzt hier. Das ist unser Zuhause. Hier machen wir unsere Basis. Eine Basis. Du hast schon mal den Auftrag. Alles gut. Wir haben einen persönlichen Leibwächter. Ich esse noch mal was. Der Rauschmeißer. Bienen! Ja, was? Bei den Bienen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die uns halt nicht wegkauen. Aber nee. Das ist Kumpelbiene. Wenn die nicht zu uns sind, das Kumpelbiene. Alles gut. Pack das mal dahin, weil sonst kann ich nichts mehr tragen. Viel essen. Und wir müssen jetzt als nächstes... Halt die Klappe, oder ich hab dich echt... Als nächstes brauchen wir Gold. Und ich glaube, ich weiß... Hab ich. Wo weit bist du schon gelaufen, dass du Gold hast? Bitte.
voll gut. Ja. Werden unsere Freunde den nächsten Tag überleben? Das und noch viel mehr bei Don't Starve Together mit Res, Fresh Friends und mir!